sonst geht's euch noch gut, oder? Nein. So, ich bin seit keine Ahnung wie lange da am Bahnhof und jetzt auf einmal muss da eine Mine entstehen, ey. Das ist. Kann ich mir davon eins absnacken? Wenn du eine goldene Karotte mir gibst. Das ist nicht mal so ein Problem. Ja, kann ich. Kann ich mir auch eins davon abstecken? Wenn ihr mir eine goldene Karotte jeweils. Wie crafted waren die? Eine Karotte und 8 Goldnuggets drum. Okay. Wow. Goldbarren. Okay. Also sorgt einfach für Nachwuchs, dann könnt ihr euch den Pferd rausnehmen. Okay. So, ich will das Weiße einfach. Das was ist. Ich wollte gerade sagen. Von mir aus. Ist es schon gezähmt? Ist es schon gezähmt, geil. Die habe ich alle gezähmt, sonst hätte ich den nicht da reinbekommen. Ich bin gleich da, Leute. Wartet auf mich. Ich komm hier wieder raus. So, mit das hier. Raus. Ja, du musst rüberspringen. Rüberspringen. Das geht nicht durchs Tor, habe ich gemerkt. Ja. Ja. Leute, ich bin da. Es ist einfach fucking Nacht. Ich hasse es. Und es regnet. Ah, oh, Leute, ich hab's rausgelassen. Ja, ich kann drüber springen, genau. Bisschen gereizt bin. Verdammt. Nicht abspringen, sondern drüber. Ja, ich weiß. Da fehlt jetzt auch eine Diamantrüstung, dann läuft das. Ich hab nur eine eiserne Rüstung. Ich kann dir eine goldene geben, wenn du möchtest. Ah, nee. Für ihn? Oh, ja. Das war jetzt irgendwie nicht gegen dich gerichtet, ne? Ich bin da nur ein bisschen gereizt, weil ich das schon seit keine Ahnung wann mache. Ja. Man kann schon verstehen, das ist so ein Bauprojekt und dann ist es auch schon ein bisschen blöd, wenn jetzt andere Leute das dann quasi zweckentfremden. Es wird eine Mine entstehen, auch in der Nähe, aber ich will mich darum jetzt erstmal nicht kümmern und ich will erstmal den Bahnhof da groß machen. Ja. Hat jemand schon Slimes gefunden? Also normale? Nein. Schade. So, gleich, Leute, wartet. Ja, wartet. Wir fahren los, ne? Wartet doch, ich bin Michi. Auf gerade. Michi, Christian lässt uns im Regen stehen. Ja, ich bin. Ich bin selber im Regen, muss das gerade mal mit dem Fahrrad rollen. Aber Chris will anscheinend nicht kommen, deswegen fahren wir, würde ich sagen. Wartet doch einfach auf mich. Also, ich find's echt nicht in Ordnung hier, ne? Christian, ja, du hast ein Boot mitgebracht, oder? Bau gleich selber noch eins. Wartet kurz. Das ist das Leuchtfeuer oder was soll das sein? Mario? Ja. Das ist. Komm mal zum Boot. Ihr schneit's. Auch passiert. Diamanten einräumen. Mario, ich sorge noch für Nachschub. Und deswegen musste ich jetzt hier sein. Ja, wir fahren von hier ab gleich. Gleich, ja, wie gesagt, Stichwort ist gleich. So, ich würde sagen, wir fahren. Nein, Mario, kommst du? Mir nach, ne? Ich weiß nicht, wo. Christian, wo bist du denn? Ich bin gerade in meinem Lager, muss gerade diese scheiß Sachen. Ich kann doch sonst nichts aufnehmen. Ich hab ein halbes Inventar noch Platz noch frei hier, so ein halbes. Ah, ich kann nicht reden! Ich geb dir gleich meine Sachen. Und muss es jetzt regnen und in der Nacht sein? Meine Worte. Heiger. Bin ich eilig fliege. Ja. Michi, in welche Richtung geht's denn? Geht in gar keine Richtung, ihr wartet auf mich. So, in die Richtung. Warte. Beeil mich doch! Wir wollen zum nächsten Wüsten. Ich höre doch, wie du am Klicken bist und noch beschäftigt bist. Ja, ich frage mich ganz auf. In dem Wüstenbiom ist auch eine Stadt, also ein Dorf, meine ich. Oh, ich hab schon mein Boot. Ja, da sind noch zwei Boote am Bootsanleger. Ne, ich hab mir jetzt selber ein Boot gebaut. Oh, snap, Alter. Die scheiß Kohle muss weg. Und, Theorit. Und die, Knochen. Und ich bin da. Warum muss eigentlich diese Gemeinschaftsmine in Bahnhofsnähe sein? Ich meine, da kommt eine ganze Stadt hin. Also, soll geplant. Ja, aber da können alle, weil alle, das ist der einzige Ort, wo alle schnell hinkommen mit dem Zug. Das dauert aber auch noch Ewigkeiten. Ja, daneben die Mine ist schon gut. Ja, ist ja okay. Daneben ist ja okay. Michi, warum ist dieser Black Star? Ich werde nachher erstmal provisorischen das kann ich dir nicht sagen. Provisorischen Leiter reinhauen, um da runter zu kommen, aber daneben. Ich komme, Leute, warte! Es ist halt quasi nur ätzend, wenn ich jedes Mal, wenn ich ja die Wand dann jetzt kann man den muss, irgendwelche Löcher stopfen muss. Bitte? Weiß ich gar nicht. Kann man Spectaten jemanden? Keine Ahnung. Oder was ist, wenn ich in den Beobachtungsmodus gehe? Kann ich mich dann zu ihm teleportieren? Ja, auch, ne? Ja. Mach ich jetzt einfach mal was. Das war welcher Game Mode nochmal? 3, oder? 2, 3, 4, 3. 3. 3 oder 2? 3. Oder 2.
Aber wie Game Modes gibt's inzwischen? Sag mal. 1, 0. Und ich musste mich zu ihm teleportieren, das heißt, ich nenne mich erst, oder? Ja. Bist du denn schon in Game Mode 2? Jetzt bin ich gerade gewechselt, ja. Ich bin da! Drei. Hast du jetzt einen Overlay? Nein, jetzt ist Michi weg. Ich hab Zuschauermodus. Drück mal 1. Ich repariere erstmal meine Superspitzhacke. Drück mal die Nummer 1. Obwohl? Oh Gott. Warum soll ich Nummer 1? Du sollst die Nummer 1 drücken. Jetzt habe ich ein Inventar. Du wirst auf jeden Fall da als Spectator angezeigt. Ich hab ein Stack Kohle liegen lassen, mitgenommen. Fuck. Hey, na, Mario. Wie geht denn das? Hallo, Chris. Man kann sich zu den Spielern umteleportieren. Wie kann ich die Anzeige bestätigen? Tu es. Alter? Ja, ich weiß es nicht. Welche Stärke hat der Fall? Sag ich dir gleich. Ich fang ihn! Alter! Ja, ja, ich bin da hingesprungen. Nein, das war. Ich hab noch zwei Herzen. Mario, ich hätte ein Projekt für dich. Du hast noch zwei Herzen? Mario, ich hätte ein Projekt für dich. Diese Worte töten mich gerade. Ich hab hier einen Erdhügel, der entfernt werden müsste. Du bist nein! Kann mich zu jedem nein! Du bist doch im Bereich. Ach, Mann, oder? Was heißt das, wenn ich mich zu jedem von uns teleportieren kann, nur zu ihm nicht? Er ist ein Hacker. Nein, kannst du dich zu ihm nicht teleportieren? Ich drücke, es geht nicht. Ich gehe auf Mr. Charles, da geht es. Ich gehe auf Unbekannt, da geht es. Dann drück mal, gib mal einen einfach halt, EP. Aber erst meinen Namen, dann sein, ne? Ja. Nein. Nee, andersrum. Erst sein Namen, dann deinen. Oder einfach, ich gebe einfach TP. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Cut. Xaron. Und nach dieser Unterbrechung geht's auch mal weiter. Warte, okay. Ja, das ist mein Wort. Ja. Ich führe euch direkt zu der Stadt in der Wüste. Ist ein bisschen entfernt, aber. Okay. Wollt ihr da? Die Stadt. Muss kurz auf die Map schauen, ob das die nächste ist. Ich hätte mir mehr Schaufel mitnehmen sollen. Verdammt, ich hab noch einen. Okay, egal. Ja, es gibt zwei Wüstenstädte. Ich führe euch mal zu der mit 1200 Meter entfernt ist. Es hat auch die Wüste. Ach ja, Kaktus. Die andere Stadt ist 1800 entfernt. Ach so. Packe raus. Haben wir schön Licht? Ich weiß nicht, ob ich jetzt auch Licht von dir angezeigt bekomme. Ich glaube nicht. Ja, dann musst du selber Fackel rausholen. Ja, ich glaube, ich habe gerade keine ausgewählt. Ihr seid noch hinter mir, oder? Ja. Im Shader und im Texture Pack sehe ich einfach nur Michi, das Wasser und sonst ist nix. Ich habe Shader bei mir wieder aus und Helligkeit auf Maximum. Ach so? Nee, ich nicht. Also bei mir ist Shader auch nicht da, aber ich habe Helligkeit auf normal. Ich habe einen geilen Shader, aber bei Regen und bei Nacht ist, glaube ich, jeder Schilder scheiße. Nein. Okay, welcher ist gut? Keine Ahnung, wie der heißt, aber der ist geil. Ah, okay, den kenne ich. Warte. Ne, muss ich sie extra raussuchen. VPack Line Nvidia Fixed on Zip heißt es. Das ist schlagartig heller geworden. So, hier. Ja, guck mal, Mario links, links, Mario links. Guck mal links. Glaub, was ist denn links? Warte, wir müssen die hier Sonne an der Landzunge vorbei. Ah, ja, die kann ich im Shader aber noch nicht sehen. So. An der Landzunge vorbei. Weil die Sonne geht jetzt auf. Ich will nicht, ich fahr weg von der Sonne. Weiter links halten danach. Rau, ihr Bau. Was ist links nochmal? Steuerbord, Backbord? Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Links ist Backbord. Links ist Backbord, okay, also Backbord halten. Ich werde das vielleicht mal jetzt von der Aufnahme sagen. Nachdem Christian zu Ende gesungen hat, sing ruhig weiter. Noch 550 Meter. Row your boat gently down the stream. Merry, life's like a dream. Okay, jetzt fertig. Das war wunderschön. Danke. Kannst du mal aufhören zu regnen? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ja, geschafft. Ach ja, ich werde jetzt hier aufnahmetechnisch jetzt nicht immer auf dem aktuellen Stand sein. Ich werde mal hier und mal da mal aufnehmen. Diese 10 Stunden Abbauphase habe ich mit Absicht nicht aufgenommen, weil das ist so ätzend. 10 Stunden abbauen will keiner sehen. Warum hast du nicht TNT benutzt? Schon irgendwie. Aber im Blick den Zeitraffer. Okay, es gibt vielleicht Leute, die sich das ansehen wollen, nur um zu sehen, wie diese Folter wirkt, aber.
Da vorne beginnt die Wüste, Jungs. Landet nicht. Warum ich kein TNT benutzt habe, weil ich mich nicht um scheiß Creeper gekümmert habe. Pass auf, nicht auf dieser kleinen Insel landen. Schiffbruch. Oh, hier gehen wir von Bord und dahinter ist schon die Stadt. Ja, ich sehe ihn schon. Oh, hier ist auch eine Insel. Auf Chris, hast du es markiert? Hier können wir. Unsere Heimat? Ja. Okay. Das fällt mir sehr früh auf. So, merkt euch, wo wir die Boote gelassen haben. Also ich habe mein Boot einfach mitgenommen. Ja, da ist die Stadt. Und hier ist Kaktus. Warte, ich will auch die Stadt plündern. Müssen die wir Kaninchen. Hier die Felder auch wieder nachpflanzen? Ja, bitte, ja. Obwohl, das macht doch die Dorfbewohner selber, oder? Der Hausbewohner haut ab von mir. Er mag dich nicht. Merk ich gerade. Wo sind Radieschen? Ah, da sind sie. Radieschen? Ja, kann man die eigentlich essen, oder? Kann man die wieder anpflanzen? Sind denn die Radieschen? Meinst du vielleicht rote Beete? Ja, rote Beete. Ich dachte schon. Kann man die wieder anpflanzen? Ja, klar. Wie denn? Ganz normal. Ja, mit Rechtsklick geht's nicht. Du brauchst Kerne, Ja, wie bekommt man die? Ja, durch rote Beete. Ja, wenn dadurch bekomme ich nur den roten Farbstoff. Ich auch. Nicht wie bei Melonen oder so. Wir haben gleichzeitig noch rote Beete-Samen. Habe ich gar nicht gesehen, gedorft. BTF bin ich dumm. Und die hatten mal Bücher, jetzt haben sie keine mehr. Jetzt bleiben sie dumm. So, Christian zerstört einfach komplett das Dorf erstmal. Ey, nicht das Dorf zerstören, Junge. Zerstör das Dorf nicht, ich habe nur die Bücher mitgenommen. Ja, guck. Die leben doch, okay? Also das reicht doch. So ein dummer Arbeiter bleiben. Was wollten wir nochmal in der Wüste? Wollte Sand. Wollte Sand haben. Sand brauchen wir auch noch für ein Bahnprojekt. Wollte generell nur Sand für den Arsch haben. Ich würde mal sagen, wir machen das wie im Ruhrgebiet. Das Dorf wird zerstört und wir bauen diese komplette Insel ab. Was? Die ganze Insel muss weg. Im Ruhrgebiet machen die das auch. Städte kommen weg. Und dann wird da der ganze Boden das für Kohle abgebaut. Fahren wir zur nächsten Stadt? Wie? Zum nächsten. Die nächste Stadt ist 3 Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, aber soll ich eigentlich diese Stadt hier markieren? Was eigentlich? Gut, nee, sag ich. Die Stadt bei uns drüben. Aber ich markiere. Ey, das Kaninchen ist echt dumm. Ist einfach gegen Kaktus gelaufen und tot. Ich glaube, ich hab's gehört. Ja, hast du. Ich will eigentlich nur Kaktus. Der Rest interessiert mich erstmal nicht. Nee, warte mal. Stadt Vero 1. Mach ich in dieser Farbe und dann Kaktus, speichern. Kaktus. Oh, warte mal. Oh, warte. Ah, was für ein Geschäft. Hier ist Smaragde gehandelt. Oh, hier hast du zwei. Hast du ein paar Smaragde? Was handeln die denn eigentlich alle so? Chris? Was? Warte. Was handeln die so? So, jetzt habe ich eine Effizienz 2 Schaufel. Ah. Die hat gerade meine. Für wie viel hast du die Effizienz 2 bekommen? Für 6 Smaragde und da musste ich ein bisschen Kohle hin. Na gut, ich habe nichts dabei zum Handeln. Egal. Ja, so, ich fahre jetzt zur nächsten Insel. Warte, Michi. Habt ihr kein Navigationssystem? Du bist unser Navigationssystem. Da unten, da. So, ich weiß, wo hier Sand ist zum Abbauen. Das tschüss, Mario. Tschüss, Mario. Wir sind weg. Ich hab auch von deinem Boot mal genommen. Ja, hey, komm, ich hab's gerade bemerkt. Steig rein. Nein, ich will Tempel. Ja, stimmt, wir können das zu zweit fahren. Ja. Du willst die ganze Expeditionstour direkt starten. Ah. Wo ist Michi? Dachte, ich kann jetzt kurz Kaktus holen und dann ein riesen Bauprojekt weitermachen. Warte, wo ist Michi? Weiter zur nächsten Stadt. Seh dich nicht mehr, wo bist du hin? Bleib die Stadt aus dem Süden Westen. Komm zurück gerade. Weil ich seh's nicht mehr auf Handy. Da. Ich bin beim Mario. Ja, ist EB. Wir sind zu zweit. Das ist einfach eine 45 Grad Drehung. Ihr könnt zu zweit in ein Boot? Ja, klar. Kann ich auch zu euch noch? Nein. Nein. Hier ist noch Platz für zwei. Ja, wo ist denn das dritte Boot? Das hab ich mitgenommen. Also, das ist mein eigenes Boot, hab ich in Tatum.
muss kurz auf die Map gucken. Ja, der wollte mich aussetzen. Ich war nicht so fies. Würde er nie machen. Nein, du nicht. 800 Meter. Könnten aber hier mal gerade ankommen. Ich nochmal grüne Farbe. Wie geht das? Nur Kaktus funktioniert irgendwie nicht. Ich würde gerade hier mal an Land gehen. Vielleicht finden wir einen Tempel. Weiß das gerade jemand? Ja, da bitte, bitte. Nein, keine Ahnung. Ich meine, der gehört mir, der gehört in mir. Was gehört wem? Tempel. Aber such mal bitte, Finn. Also, das weiß gerade keiner, okay. Was denn? Jemand grüne Farbe bekommt. Kaktus zerkleinern geht nicht. Nein. Vielleicht musst du den ganzen Kaktus nehmen. Du musst den Kaktus, glaube ich, schmelzen. Ja, ich meine auch. Stimmt, okay. Schmelzen, ja. Hier unten ist irgendwas. Ist ein Loch. Hier unten. Oh, wo bist du? Da. Ja, ich sehe dich. Schimmert doch komisch. Ja, es ist einfach nur. Ich glaube, hier ist eine riesengroße Höhle von unten, oder? Oh Gott, ich krieg Besuch. Da hinten Tempel. Komisch aus. Wo ist denn Mario? Ich bin mal die Wüste lang weiter gelaufen und nein, hier ist nichts. Die Wüste ist hier hinten in die Richtung nur eine kleine Landzunge. Okay, dann gehen wir zurück zu unseren Booten und fahren weiter zur Stadt. Da ist auch noch Wüste. Vielleicht ist da ja was. Hat da nicht irgendjemand eine XP-Farm momentan gebaut? Ja, wir haben also bei mir unter meiner Hauptinsel über meine Mine zugänglich ist eine, ja, aber die ist sehr einfach. Hauptsache XP, ne? Ja, funktioniert noch nicht so gut. Heißt, Sache ist. Es funktioniert, aber. Also bei mir kam eben. War erstmal gar kein Monster unten, als ich runterging. Dann kamen drei Monster und dann kam gar nichts mehr. Wo sind die Boote? Ich glaube, es liegt auch dran, dass wir auf Light spielen dadurch. Ja, bei mir. Ja, das kann sein, weniger, oder? Zu tun hat. Ja, Michi, mal, mach mal was schwerer. Ich stelle auf 5, ne? Stimmt, es ist doch gut. Nicht? Hier, Wayne. Ich sind immer so schnell, ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Ich hau doch nicht auf so ab. Da bist du. Am Kurs, rammen. Sind wir doch wieder auf 3 Boote jetzt? Ja. Ich wollte nicht die ganze Zeit mit Mario schleppen, der war ein bisschen schwer auf Dauer. Land zu Michi, also da kommen wir nicht durch. Ja, da kann man durch. Ja. Ach doch, das stimmt. Ganz ehrlich, ich hasse das Zaubersystem. Was kriege ich? Eine Silk-Touch-Schaufel, Alter. Kannst du eine Glasscheibe abbauen, oder? Du kannst den Kies mitnehmen und dann später mit einer Glück 3 Spitzhacke kaputt machen. Falls du noch keine Glück 3 Spitzhacke hast. Du kriegst nämlich ganz viele Flints. Naja, ich kann den Kies auch ohne die Spitzhacke abbauen und dann mit Glück 3 kaputt machen. Also ich kann ihn auch ohne Silk Touch abbauen, das ist so das gleiche. Ja, also hättest du noch keine Michi, das war mit Zacke. Ja, aber guck mal, ja, wenn ich ohne Silk Touch abbaue, dann erhalte ich sogar vielleicht noch mehr Flints. Oder? Nee, ich meine, dass du, falls du noch keine Glück 3 Spitzhacke hast, hättest du schon mal den Kies mitnehmen können. Nee, hab ich. Geradeaus weiter? Ah, da hinten war weg. Warte, ich musste nur auf die Map gerade gucken, weil die Minimap zu klein ist. Aber es ist eine schöne Gegend hier. Das war links, glaube ich, oder? Links. Rechts. Ja, wir tippen auf rechts. Rammen! Oh, hier ist gar nichts mit Wüste, hier ist einfach nur gleich wieder offenes Meer. Nein, das sind ja auch noch ein paar Meter. Wir kommen gleich in eine Riesenbucht. Ich weiß nicht mehr, wie wir zurückkommen. Habt ihr nicht markiert unsere Tor? Doch, schon, aber... Also wenn das hier verwinkelt ist, Flusssystem wird... Hier ist ein Sandberg, oder es ist der Beginn einer Wüste? Ja, da links ist die Stadt schon. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.